Servus, liebe Leute. Und ihr merkt, im Hintergrund geht's ganz schön ab. Naja, ganz schön ab ist was anderes, aber es geht also heiß her im Clan. Warum geht es denn so heiß her? Wir haben ein Turnier in Planung und ich bin beim Turnier dabei und wir schauen mal, was da so gehen wird, ob wir was reißen oder nicht. Sind gerade drauf und dran, es zu organisieren. Der gute Doge macht jetzt gerade die Paarung und wir haben, glaub, 2x3er-Teams. Und ich spiele gegen Jonas 15. Okay, kann man mal machen. Jonas versus Huno, okay. Wir schauen mal, ob wir da was reißen können oder nicht. Das ist die erste Runde jemals in einem Turnier, wo ich jemals bestritten habe. Und ich weiß nicht, wie das laufen wird. Hab keine Ahnung, was der gute Jonas kann. Jonas 15, wie gut ist er denn? 2188. Oh. Oh, das ist so tough. Ich weiß nicht. Hui, ich habe keine Ahnung. Ich muss noch fragen, keine Gruppe? Ja, dann habe ich bestimmt direkt verloren, oder? Ich weiß nicht. Habe ich dann direkt verloren? Ich habe jetzt nur mal nachgefragt, ob es keine Gruppe ist. Und. Ach so, das ist die Gruppe, oder was? Okay. Also lasse die Spiele beginnen, würde ich sagen. Gegen Jonas 15. Schauen wir mal, ob wir eine Chance haben. Wartet, ich muss noch kurz schauen, ob ich das richtige Deck drin habe. Ja, ich habe das drin. Und erstes Mal im Turnier. Erste Runde. Shit. Reißen wir was, ist die Frage. Reißen wir was. Und Telefon im Hintergrund. Richtig unnötig, wartet. Ich mache das noch kurz aus. Richtig, richtig unnötig. Ruhe bitte. Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Ich will nicht angerufen werden. Das geht ja gar nicht. Mittel in der Aufnahme. Schämten die sich nicht. Tut mir leid, jetzt hat es auch ein bisschen gequietscht. Aber sollte eigentlich wenig dabei sein. Ihr habt da immer super Verständnis gehabt. Jetzt habe ich halt die Truppen ausgestellt, dass der Chat nicht so nervig ist, wenn da die ganze Zeit Nachrichten ploppen. Können wir vielleicht beim nächsten Mal ändern, aber jetzt hört man halt den Game-Sound nicht wirklich. Weiß man nicht, ob das gut oder schlecht war. Muss ich noch entscheiden. Das sehen wir einfach beim nächsten Mal. Aber jetzt erstmal in den Fight rein. Mein erstes Spiel auf jeden Fall mal. Und dann schauen wir auch noch das erste Spiel von den anderen an, die jetzt momentan auch spielen. Bin gespannt, ob da was klappen wird. Ob wir jetzt hier erste Runde gewinnen oder rausfliegen. Keine Ahnung. Man weiß es ja nie so genau. Ob wir jetzt was reißen oder nicht, ist eigentlich auch egal. Es soll Spaß machen. Das macht es auf jeden Fall. Kann ich euch versprechen. Und Turniere wird es öfters geben, natürlich. Turniere ist ein Hauptbestandteil, der kommen wird natürlich. Und jetzt sieht es eigentlich mal gar nicht mal so gut aus, Freunde, der Krankengymnastik. Sollen wir jetzt auf Angriff spielen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der Jonas und Deck hat. Rakete habe ich gerade gesehen. Bogenschützen. Ich habe vorher kurz drauf geguckt, aber das war eigentlich aus Versehen, aber ich eigentlich nur gucken, was er für ein Level und so hat. Aber das ist ja bei Friendly Battles auch immer so eine Sache. Naja, sehen wir jetzt ja gleich. Huiuiui, er freest, scheiße. Das schon, hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Gefreest hat er echt gut gemacht, scheiße. Oh, das wird tough gegen ihn zu gewinnen. Das wird echt tough. Nicht tough im Fernsehen, das wird einfach nur tough. Einfach nur tough wird das, einfach nur tough. Ach, ich weiß ja nicht. Ich weiß. Ja, komm, setzen wir den Hog Rider. Komm, Hog Rider. Jetzt fehlt mir halt leider das Hog Rider, aber scheiß drauf, das bockt eh keinen. Ob das jetzt da dabei ist oder nicht. Aber jetzt sieht es fast so aus, als würden wir führen. Fast. Auf jeden Fall mal. Wir schauen mal. Wir versuchen den Mini-Packer zu droppen. Und den Fireball. Fireball zerstört ihn ein bisschen. Sehr gut. Valkyrie, ah, die haut auch ganz schön rein, muss ich sagen. Die Valkyrie, die ist nicht schlecht. Nicht schlecht, die Valkyrie. Muss ich schon zugeben. Wird ein toughes Match. Ich glaube, wir gewinnen es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir brauchen den Tower jetzt unbedingt. Und sonst haben wir eigentlich verloren schon. So traurig sich das auch anhört. Wir haben schon so gut wie verloren, wenn wir den Tower jetzt nicht kriegen. Komm, wir brauchen den Tower. Das gibt's doch nicht. Ach, wir verlieren es. Wir verlieren die erste Runde. Traurig. Das heißt, aber schade. Vielleicht beim nächsten Spiel. Good Game. Schreiben wir trotzdem mal rein. Und das mit ohne den Sound gefällt mir irgendwie nicht, deshalb machen wir den Sound mal rein wieder, das gefällt mir gar nicht. Und wartet, wo macht man denn so einen rein? Hier.
Und ich würde mal sagen, schauen wir den anderen Fight von den Gegnern, von den anderen an. Da ist da. Und ich will es nicht spoilern, deshalb gleich, wartet. Und wir sind weiter drauf, aber Daddy hat gerade geschrieben, er hat den Disconnect und deshalb, keine Ahnung, habe ich das jetzt mal rausgelassen und werden den nächsten Mal reinschauen. Hier gegen Jonas und Huno Stier. Das ist jetzt die nächste Runde. Wer waren da? Werden da gespielt? Jonas gegen Hühnerstier, keine Ahnung. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, wer gewonnen hat. Tut mir leid, ich habe gerade vergessen, da drauf zu gucken. Aber ich würde sagen, schauen wir es uns mal an, bis wir wieder dran sind. Alles noch zur ersten Runde, keine Angst. Ich werde euch schon nicht enttäuschen, wenn das nicht klappen wird. Ganz komische Taktiken hier dabei. Habe ich so eigentlich tendenziell noch nicht gesehen. Aber schauen wir mal, was da so gehen wird. Minenwerfer, Riesenskeletten. Beispiel Level 6 Karten. Sind die mit Absicht zu niedrig geworden? Nee, das kann nicht sein. Oder ist der. Nee, ist der Minenwerfer episch geworden? Nein, das kann nicht sein. Nee, das ist nicht so. Oder ist der Jonas einfach nur nicht ganz so gelevelt? Ich weiß gerade nicht. Okay, keine Ahnung. Ah, ich würde sagen, wir schauen uns in zweifacher Geschwindigkeit an, denn es soll ja auch nicht alles zu lang werden. Er hat auf jeden Fall als Konter gegen den Packer einen Tesla, einen Inferno, also eigentlich. Der Packer dürfte ihm nichts anhaben können. Jetzt denkt er wahrscheinlich sich so, Packer, easy down, weil der Tesla einfach weg ist. Aber nein, er kann ja locker kontern mit dem Inferno Tower, ist aber das easy. Naja, ich reg mich da nicht drüber auf, weil ich gerade verloren habe. Das juckt mich eigentlich nicht. Es soll Bock machen und das macht's. Ist auf jeden Fall eine Abwechslung, aber gleich kommt noch Schlag den Star. Das will ich auf jeden Fall sehen. Also, das Turnier sollte auch nicht so lang gehen. Schauen wir mal, wie lange es gehen wird. Halbe Stunde rechne ich mal ein, also noch eine Viertelstunde wird es gehen. Und ihr seht, es kommen nur Packers von Hühnerstier, keine Ahnung. Weiß jetzt den Namen nicht richtig, aber Packer ist halt leicht zu deffen mit seinem Deck, das er hat. Ich weiß aber gar nicht, wer da gewinnen will. Wer will denn da bitte gewinnen? Ich habe keine Ahnung. Wie und wo und warum? Hä? Was? Er kann locker mit dem Inferno kontern. Und mit allem anderen, ich muss ein bisschen leiser machen, wie laut ist denn das? Heute voll verarschen oder was? Ich weiß, dass einer einzeln gewonnen hat. Ich weiß aber gerade nicht mehr wer. Ich habe es echt schlecht rausgekartet, aber ich konnte es nicht mehr rauskarten, denn es war schon aufgeploppt. Tut mir leid, aber beim nächsten Mal karte ich es raus, versprochen. Huiuiuiui. Huiuiuiui. Gruppenspiel Nummer 1 heißt der Titel, hoffe ich mal. Oder nicht? Keine Ahnung. Ich denke auf jeden Fall, so heißt der Titel. Mal schauen, was da sich noch ergibt, aber das Spiel geht echt 100 Jahre. Das ist echt spannend. Keine Ahnung, wer da überhaupt an den Tower kommen will. Das ist ja alles so aus, als würde man da niemals rankommen. Wahrscheinlich wird es erst ganz am Ende entschieden, weil einer, keine Ahnung, Disconnect oder irgendwie sowas hat. Anders kann ich es mir eigentlich fast nicht erklären, dass da einfach mal der Packer oder so durchkommt. Wie denn? Rechts könnte man jetzt eigentlich durchpushen. Ja, das macht doch. Macht so gut, Barbaren gesetzt. Oh, leider vom Feuerball getroffen worden. Packer, Eismagier. Jetzt müsste es eigentlich down gehen. Zwei Packers. Jetzt könnte es down gehen. Jetzt könnte es down gehen. Jetzt wird es auch down gehen, wahrscheinlich. Jetzt wird es auch down gehen. Na, doch nicht. Hä? Wie viel Packers setzt denn der Kerle? Unfassbar geil. Ja, aber jetzt geht's down. Jetzt geht's gleich down. Ich hab's im Gefühl. Jetzt muss es down gehen. Der Packer noch einen Hit und Finish. Uno Stier gewinnt mit 1 zu 0. Und ich würde sagen, dann war es das für die erste Folge vom Clan-Tournament oder Clan-Turnier. Weiß nicht, ob ich es Englisch oder Deutsch nennen soll. Also haut mal rein, die erste Folge war das. Man sieht sich bei der nächsten natürlich. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Din barul se dură prin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam am pupit de ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sac pe verticală crești la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5